Es ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala, sich in Not zu befinden. Und deswegen besagt eine Überlieferung, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen seiner Diener liebt, gibt er ihm in diesem Leben verschiedene Schwierigkeiten. Warum Schwierigkeiten? Warum Unheil? Warum Prüfungen? Sodass diese Person sich an Allah subhanahu wa ta'ala wenden und ihn besser anbeten kann. Ich bin mir sicher, wir sind alle Zeugen über die Schwächen von Menschen geworden. Wenn wir alles Erdenkliche besitzen, nehmen wir an, du bist gesund, hast eine wunderbare Familie, du lebst in Wohlstand, hast einen guten Job, du führst ein stressfreies Leben, dann verrichten wir unser Gebet mit Konzentration, inshallah. In dem Moment, wenn uns ein Problem ereilt, wird unsere Konzentration aber noch ein Stück weit besser. Umso größer die Probleme, umso näher sind wir Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ich einen Diener liebe und ihn zu mir bringen möchte, schaffe ich ein bisschen von dem, was du Schwierigkeiten nennen würdest. Dies ist aber nur, um dich näher zu mir zu bringen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen seiner Diener liebt, testet er ihn und legt ihm eine Prüfung auf. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du eine Prüfung in deinem Leben durchmachst, dann betrachte diese nicht als etwas Negatives, sondern nutze die Möglichkeit, die Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Und versprich Allah subhanahu wa ta'ala, ja Allah, wenn du diese Last von meinen Schultern nimmst, werde ich nicht in meinen alten Verhaltensweisen zurückfallen. Oder ja Allah, ich werde weiterhin meine Gebete ohne Nachlässigkeit durchführen. Manchmal machen wir eine Dua. Ja Allah, ich habe jemanden verloren. Oder hilf mir, ich muss noch diese Rechnung bezahlen. Ich muss noch dies und das erledigen. Du kommst pünktlich zum Morgensgebet und du bist zum Mittagsgebet da. Du weinst im Gebet, nach dem Gebet und du flehst Allah subhanahu wa ta'ala an. In dem Moment, in dem die Dinge plötzlich einfach werden, oder du einen großen Gewinn machst und du es geschafft hast, deine Rechnung zu begleichen, wärst du etwas nachlässig. Mein Bruder, was ist passiert? Meine Schulden sind bezahlt. Also hast du Allah subhanahu wa ta'ala nur angebetet, weil du ein Problem hattest? Wenn das der Fall ist, haben wir noch viel an uns selbst zu arbeiten. Ich nehme an, dass wir, die an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, verstehen, dass selbst wenn es uns gut geht, wir uns trotzdem an Allah subhanahu wa ta'ala wenden müssen. Wir müssen uns trotzdem an Allah subhanahu wa ta'ala wenden. Ja Allah, ich danke dir für das Geschenk, das du mir gegeben hast. Dankbarkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist ein großer Dienst an Allah. Um Allah subhanahu wa ta'ala für die Gaben, die wir erhalten haben, zu danken, muss man zunächst einmal darüber nachdenken, was diese Gaben überhaupt sind. Wir atmen, wir haben unser Augenlicht, wir haben so vieles. Wenn wir andere sehen, die keine Gesundheit haben oder blind sind, möge Allah jedem Gesundheit schenken, Amin. Würden wir sofort erkennen, ja Allah, du hast mich gesegnet. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, der mir Gesundheit schenkt und mich vor dem bewahrt, mit dem er andere testet, mit dem er andere prüft. Das ist ein Teil vom Segen Allahs. Deinen Blick auf die zu richten, die weniger haben, um sofort Allah zu danken für das, was du hast, ist ein großer Dienst an Allah, den wir manchmal vernachlässigen. Wenn wir einen Bettler sehen, denken wir nur daran, ob wir etwas spenden sollten oder nicht. Und vergessen für einen Moment, dass wir zunächst einmal Allah subhanahu wa ta'ala danken müssen, dass man selbst in einer besseren Situation ist. Allahu Akbar. Dankt Allah. Ja Allah, du hast ihnen diese Prüfung auferlegt, erleichte ihnen ihre Prüfung. Aber ich danke dir, ja Allah, dass du mich nicht so schwer prüfst. Dann sollten wir großzügig von dem geben, was wir haben, um zu zeigen, dass es Allah gehört und nicht wirklich uns. Al-Mal, Malullah. Jedes Vermögen gehört ausschließlich Allah subhanahu wa ta'ala und er entscheidet darüber. Und so gibt er uns die Möglichkeit, von diesem Vermögen zu spenden. Wir sollten also nicht geizig oder knauserig sein und das Vermögen im Guten verteilen und ausgeben.